Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geben wir uns mal wieder ein paar Online-Rennen. Das haben wir zuletzt schon mal gemacht und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Deshalb gibt es heute eine weitere Ladung und wir werden es auch heute schaffen, diese 5 Rennen, die man hat, zum Einranken sozusagen abzuschließen. 3 haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Heute werden wir wahrscheinlich wieder 3 machen oder vielleicht sogar 4, je nachdem, wie das läuft. Ich bin mal gespannt, in was für einen Rang uns das Spiel da am Anfang schmeißt. Da haben wir auch schon eine Lobby gefunden. Mal schauen, was für Strecken zur Auswahl stehen. Oh, ein paar sehr coole. Ich hätte Bock auf Mexiko. Oh, am Ende wird's aber Ungarn. Das ist sehr interessant. Und da wird das Qualifying auch verdammt entscheidend sein. Obwohl man das in so Online-Rennen wahrscheinlich nicht so sagen kann. So viel wie da passiert, kann man auch Letzter werden und am Ende im Rennen immer noch richtig stark sein. Dennoch wäre es natürlich nicht verkehrt, hier im Blitz-Qualifying eine starke Leistung abzuliefern. Das würde uns das Rennen zumindest ein bisschen erleichtern. Ich vermute mal, dass in der nächsten Kurve viele Leute ausscheiden werden, weil sie entweder ein bisschen abkürzen oder zu weit rauskommen. Ich hoffe, uns passiert das nicht. Nein. Schikane ist natürlich auch gefährlich für Track Limits, aber auch die meistern wir. Oh, sehr, sehr gute Runde. Vor allem der Mittelsektor hat gesessen. Und das beweist auch die Zwischenzeit. Lila waren wir dort. Die letzten beiden Kurven jetzt nochmal vernünftig mitnehmen. Und dann wird das auf jeden Fall reichen, um uns so in die ersten beiden Startreihen zu befördern. Da bin ich mir sicher. Und von dort ist dann im Rennen alles möglich. Vielleicht sogar ein weiterer Sieg. Letzte Kurve, das DRS nochmal öffnen. Und dann kommen wir über die Linie und holen uns schon wieder die Pole. Zum dritten Mal in Folge jetzt insgesamt, wenn man das letzte Video da noch dazu nimmt. Das läuft richtig gut hier in den Qualifyings. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir wahrscheinlich nicht gegen die allerbesten Leute spielen, weil das halt so diese allerersten Rennen sind, die man macht, noch ohne einen Rang zu haben oder so. Boah, eine halbe Sekunde haben wir dem Zweitplatzierten aber gegeben. Das kann sich schon sehen lassen. Ich hoffe sehr, dass wir gleich nicht abgeräumt werden in dieser ersten Kurve. Die verleitet einen fast schon dazu, zu spät zu bremsen und viel zu riskieren. Da sind die 5 roten Lichter auch schon aus. Und es geht los hier in Budapest. Ah, das war nicht verkehrt. Eine Position verlieren wir gegen den Zweitplatzierten. Aber das ist noch kein größeres Problem. Da bremsen tatsächlich einige spät, aber es erwischt uns niemand. Und auch dahinter im Rückspiegel sieht das ziemlich clean aus. Und das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte schwören können, dass es da irgendwie eine Kollision geben wird. Aber die gab es nicht. Oh, jetzt dafür eine leichte Berührung, weil wir sehr weit draußen waren in der zweiten Kurve. Aber immerhin den zweiten Platz behaupten wir nochmal. Oh, und jetzt hat's gekracht da hinten. Ja, ich habe schon gesehen, da ist einer richtig krass abgeflogen. Und ein paar sind sogar schon ausgeschieden. Oh, der gibt aber Gas, der gute Dalvin da vor uns. Vielleicht hat er im Qualifying vorhin irgendwie einen Fehler eingebaut oder so, weil die Pace, die er jetzt hat, hatte er im Qualifying auf keinen Fall. Wäre er da so schnell gewesen, dann hätten wir da keine halbe Sekunde Vorsprung gehabt. So langsam kommen wir hier aber ans Leben. Lila erster Sektor. Das ist noch weit davon entfernt, verloren zu sein. Wir haben immer noch 3 Runden vor uns nach dieser hier. Und da kann eine Menge passieren. Was? Hey, Alter, also was ist das denn? Das war vielleicht ein Zentimeter. Neue schnellste Rennrunde. Wir holen ein bisschen auf und sind sogar im DRS-Fenster. Das DRS wird jetzt hier erstmals aktiviert sein in der dritten Runde. Am Ende hat sich aber Ace Slate dahinter uns die schnellste Rennrunde geholt. Und der ist jetzt auch schon in Schlagdistanz so ziemlich. Wir sind dran, werden das DRS haben, aber das wird nicht viel bringen. Leider macht der Kollege da vorne keine Fehler. Irgendein Überrundeter kommt jetzt aber genau vor uns aus der Box. Oh, bitte mach irgendwas Komisches mit dem Führenden. Das würde ich schon feiern. Ah, nein, Block ist aber ein ganz fairer, macht da richtig gut Platz. Ah, der macht das richtig gut da vorne. Das ist nicht leicht, auf so einer Strecke so fehlerfrei zu fahren, wenn man sieht, dass 2 Fahrer unmittelbar hinter einem sind. Echt eine starke Leistung. Oh, lol! Was ein Crash! Der Führende ist draußen, da war irgendein Überrundeter mitten im Weg. Das habe ich gar nicht kommen sehen. Und auf einmal sind wir hier auf dem ersten Platz. Oh, wie viel Glück hatten wir da bitte in der Situation? Ich weiß es nicht.
Was ist da denn passiert? Oh, das tut mir aber fast schon leid für den Dalvin. Der hat das richtig gut gemacht und konnte da überhaupt nichts dafür. Mittlerweile sind wir schon in der letzten Runde und somit wird das auch vielleicht die letzte Chance für Ace Slate, hier was zu probieren. Wir fahren auch mal Kampflinie in die erste Kurve hinein, um dem da ja nicht zu erlauben, irgendwie innen reinzustechen. Er hat nochmal das DRS jetzt hier auf der zweiten Gerade. Wird aber auch hier nicht angreifen können. Schön die Ruhe jetzt bewahren, keine Fehler machen und dann gehört der Sieg uns. Oh, ah, nein, das hat er gut gemacht. Der wollte mich da, glaube ich, nervös machen, indem er spät gebremst hat. Und das hat er auch geschafft. Gut durchkommen jetzt hier durch diesen kurvigen Mittelsektor. Seine letzte Überholmöglichkeit wird eigentlich die nächste Kurve nach dieser hier. Hier gibt es ja nochmal diese kleine Gerade und dann könnte man was probieren. Da ist er aber zu weit weg. Das dürfen wir nicht zulassen, dass er da innen reinsticht. Das wird hier der Sieg für uns werden, aller Voraussicht nach in Ungarn. Sehr, sehr glücklich. Wir haben auch ein starkes Rennen gemacht, klar. Aber dass wir normalerweise dieses Rennen aller Voraussicht nach nicht gewonnen hätten, ist, denke ich, auch klar. Aber trotzdem muss man das auch erstmal so ausnutzen. Das haben wir perfekt gemacht und gewinnen hier in Ungarn. Oh, Alex Wurz haben wir hier. Das ist bestimmt der echte. Obwohl, wer weiß. Wer weiß, vielleicht hat er ja echt gerade nichts Besseres zu tun, als Formel 1 zu spielen. Das sieht man doch immer wieder gerne, wie er in unserem schönen pinken Rennanzug da auf der 1. Ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal sein wird in diesem Video. Und das war jetzt auch das vorletzte von diesen 5 Anfangsrennen. Nach dem nächsten werden wir also wissen, in was für eine Stufe uns das Spiel hier schmeißt. Ich schätze mal, bei diesem Skill-Rating wird es B sein und Safety. Das richtet sich ja immer danach, wie viele Verwarnungen man bekommt und so. Boah, da, keine Ahnung. Obwohl, nee, dieses ABC ist doch das Safety-Rating, oder? Ich weiß es nicht. Ich blick da ehrlich gesagt gar nicht so ganz durch, wie das funktioniert mit diesen Ratings, aber das werden wir schon früher oder später auf die Reihe bekommen. Oh, als nächstes würde es nach Baku gehen. Leider haben aber ziemlich viele die Session verlassen. Ich hoffe, dass da noch ein paar dazukommen. Auf Baku hätte ich echt mega Bock. Ja, allmählich wird es hier ein bisschen voller. Wir hatten es aber noch kein einziges Mal, dass die Lobby auch nur ansatzweise voll war. Ich glaube, 10 Leute irgendwann mal waren das Maximum im letzten Online-Video. Mehr als das aber leider nicht. Oh, auf einmal spielen wir hier mit den echten Autos und wir sind im Aston Martin unterwegs. Okay, warum nicht? Das ist auch mal cool. Oh, oh Gott, ich dachte, wir treffen da die Wand. Das passiert aber so häufig in dieser Kurve. Und das muss auch so sein. Wenn man dann nicht knapp dran vorbeischrammt, dann ist es nicht schnell genug. Oh ja, sehr solide Runde. Lila sogar in diesem langen Mittelsektor. Und jetzt trennt uns nur noch die lange Gerade und diese paar S-Kurven hier vor der Start- und Ziellinie. Auf dem Lenkrad kann ich da, glaube ich, ein P1 erkennen, oder? Und es würde mich auch nicht wundern, die Runde war sehr, sehr stark. Von daher sieht alles danach aus, als würden wir hier eine weitere Pole-Position holen in diesem Blitz-Qualifying. Es geht über die Linie mit einer 1,39, sogar eine 39,9. Und das ist genug für den ersten Startplatz. Oh, gab es überhaupt andere, die eine Runde hier setzen konnten? Tatsächlich nur 2 andere, 3 andere jetzt noch. Aber der Kollege wird da auch irgendeinen Crash dabei gehabt haben oder so. Das war überhaupt nicht schnell. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Fakt, dass wir keine vollen Lobbys finden, daran liegt, dass wir halt noch bei diesen Anfangsrennen sind. Ich denke wirklich, wenn wir da gleich eingerankt werden nach diesem Rennen, dann wird man da in vollere Lobbys kommen und dann wird man auch in Lobbys kommen mit Leuten, die ja ähnlich gut sind. Und dann werden wir nicht so leicht hier immer wieder auf die Pole fahren, was auch ganz cool ist. Dann hat man eine etwas größere Challenge.
Zum Glück ist der Weg in die erste Kurve hinein hier in Baku nicht allzu lang. Da kommen die 5 roten Lichter und es geht auch schon los. Hier in Aserbaidschan, unser Teamkollege kommt nicht weg, nein. Der ist irgendwie stehen geblieben, hatte vielleicht ein Problem mit seinem Controller oder Lenkrad oder war einfach gerade nicht da, keine Ahnung. Und da steht auch noch jemand, einer der McLarens auf der Start- und Zielgerade. Für uns war das dadurch, dass unser Teamkollege da nicht wegkam. Ein ziemlich ungefährdeter Start. Die beiden Red Bulls kollidieren hinter uns. Das kennt man ja auch aus dem Real Life aus 2018, als die Red Bulls sich da gegenseitig rausgehauen haben. Oh nein, das war ein bisschen zu früh. Da habe ich das falsche Bremsschild gewählt. Es ist aber gar nicht so leicht für die Kurve richtig anzubremsen. Das muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Wir führen das Ganze jetzt schon mit fast 2 Sekunden Vorsprung an. Ich kann mir gut vorstellen, dass die beide Schaden haben, die Red Bulls. Das würde mich nicht wundern. Ja, die werden Schaden haben, auf jeden Fall. Wir haben 3 Sekunden Vorsprung. Oh, das ist jetzt schon fast nicht mehr zu verlieren. Es sei denn, wir machen einen Fehler. Oder irgendein Überrundeter, falls es da welche geben sollte, kommt auf irgendeine dumme Idee. Wenn das aber nicht passiert, dann können wir das echt nur noch selber weghauen. 6 Sekunden haben wir Vorsprung am Ende der ersten Runde. Ich weiß nicht, was die da alle gemacht haben. Ich bin mir aber fast sehr sicher, dass keiner von denen mehr ein heiles Auto hat. Und da werden jetzt auch einige an die Box kommen. Vielleicht sogar alle, oder? Ah ne, einer der Mercedes. Der fährt weiter, aber sehr, sehr viele kommen rein. Ja, das Rennen ist eigentlich vorbei. Da wird nichts mehr passieren. Ja, trotzdem müssen wir aber einen kühlen Kopf bewahren. Ein Fehler passiert leicht hier in Baku. Da müssen wir schon Acht geben, aber von den anderen droht hier gar keine Gefahr mehr. Das ist halt aber der große Vorteil, den man hat, wenn man im Qualifying stark ist. Dann kann man sich meistens gut raushalten aus irgendwelchen Aktionen in den ersten Kurven. Wenn man aber irgendwo mittendrin startet, dann kann man häufig gar nichts dafür und wird aus dem Rennen genommen. Oh oh, ein McLaren steht da auf der Strecke. Oh, mach keine Faxen. Bitte mach nicht sowas, was der eine in Ungarn vorhin gemacht hat. Da hätte ich ja mal gar keinen Bock drauf. Obwohl, nee, der hat die Session verlassen. Okay, das ist gut. Oh oh. Ah ne, das ist aber nur noch der KI, der da fährt. Für ihn. Oh, ein bisschen spät gebremst. Aber alles gut. Oh, da wäre der Fehler fast passiert. Irgendwie sehe ich es schon kommen, wie uns das Spiel gleich aufgrund der richtig guten Ergebnisse viel zu hoch einstuft, sodass wir dann keine Chance haben. Aber das wäre auch ganz witzig, da hätte ich gar nichts dagegen. Ja, zu dem Rennen gibt es nicht viel zu sagen, da hatten wir eine Menge Glück und das war eigentlich nach 2 Kurven schon entschieden. Als es da diese Kollision gab und auch als unser Teamkollege zum Beispiel nicht losgefahren ist. Dennoch nimmt man den Sieg aber mit, das ist immer cool, ein Rennen zu gewinnen. Was für einen Rang bekommen wir? Silber, okay. Das ist nicht so verkehrt. Und B-Safety-Rating, das finde ich so ein bisschen... Ich weiß nicht. Ich denke schon, dass ich ein safer Fahrer bin. Aber da zählt halt auch das ganze Abkürzen dazu. Manchmal bekommt man mit Sicherheit auch eine Verwarnung, für die man nicht wirklich was kann. Aber das ist schon mal okay. So für den Anfang kann sich das voll und ganz sehen lassen. Und wir haben auch so ein volles Silber-Icon da. Das ist auch nicht schlecht. Ich denke, dass wir dann gar nicht weit entfernt sind von Gold wahrscheinlich, oder? Das bedeutet das zumindest, schätze ich. Suchen wir direkt mal eine neue Lobby. Ich hoffe, dass wir jetzt eine volle Lobby finden zum einen. Und im besten Fall auch... Oh ja, direkt wird das voller. Okay, dann lag das echt daran, dass wir einfach noch bei diesen Anfangsrennen waren, dass die Lobbys nicht voll wurden. Und vor allem haben die jetzt alle mehr oder weniger dasselbe Rating, wodurch die Rennen viel knapper und viel spannender werden sollten. Die sind hier gerade schon im Qualifying. Ich hoffe, dass wir vor dem Rennen beitreten können. Dann starten wir zwar letzter, aber ja, das wäre auch cool. Und hier in Österreich kann man auf jeden Fall noch nach vorne kommen mit etwas Glück. Nein, das lädt mich ein bisschen zu lange. Ich habe die Befürchtung, dass das nichts mehr wird. Sehr, sehr schade. Das hätte richtig cool werden können mit so einer vollen Lobby. Und auch noch von ganz hinten, dadurch, dass wir das Qualifying nicht spielen konnten. Hä, willst du mich verarschen? Ich habe jetzt eine neue Lobby gesucht. Und das ist einfach genau dasselbe. Die sind wieder in Österreich unterwegs. Und wir treten bei, während das Qualifying hier gerade läuft. Ist das wirklich so ein mega Zufall oder ist das irgendein Bug? Ich glaube eher, das ist ein Bug, oder? Das kann gar nicht sein, dass das zweimal hintereinander genau so passiert. Und wir kommen jetzt sogar schon wieder hier rein. Irgendwas ist da nicht ganz richtig. Ja, Grüße gehen raus. Super, dass das so perfekt funktioniert hier mit diesem Online-Modus. Wir kommen einfach immer wieder in dieselbe Lobby. Die sind immer an der genau selben Stelle. Perfekt, perfekt. Echt ganz toll. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Das macht immer Spaß, damit Zeit zu verbringen, eine Lobby zu suchen. Das ist so ziemlich das Beste. Gibt's nur diese eine Lobby auf der Welt, oder was?
Naja, so langsam ist meine Geduld hier am Ende. Ich versuche seit 10 Minuten eine Lobby zu finden. Wir kommen immer wieder hier rein. Wenn man auf Session beitreten geht, dann stürzt das mehr oder weniger ab. Das haben wir vorhin ja gesehen. Das lädt dann einfach unendlich lange. Wie nervig, Mann. Also das ist wirklich, dass dieser Online-Modus immer wieder so verbuggt ist und dass die einfachsten Dinge nicht funktionieren. Das ist echt schade, Mann. Und das muss auch mittlerweile echt nicht mehr sein. Wir haben 2021. Come on. Okay, letzter Versuch. Wenn das jetzt wieder hier in dieselbe Lobby geht, dann ist da meine Geduld am Ende. Ja, mein Gott. Na nee, ja komm, dann beenden wir das hier an der Stelle. Ich hätte gerne noch ein Rennen gemacht, aber es funktioniert einfach nicht. Ich möchte euch das Video aber trotzdem nicht vorenthalten, weil, denke ich, ein paar echt lustige Momente dabei waren in diesen ersten paar Rennen. Und ich hätte auch nichts dagegen, das Ganze weiterzumachen. Aber dann muss das schon ein bisschen besser funktionieren hier mit diesen Lobbys. Das kann nicht sein, dass man gefühlt mehr Zeit damit verbringt, eine Lobby zu finden, als dann wirklich zu spielen. Das ist ein bisschen lächerlich. Aber ja, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann wiedersehen bei so Online-Rennen hier. Vielleicht in ein paar Wochen, wenn da ein Patch rausgekommen ist, sodass das ein bisschen besser funktioniert. Oder vielleicht habe ich auch gerade einfach nur Pech und da läuft irgendwas schief und das ist eine Ausnahme, keine Ahnung. Auf jeden Fall funktioniert es aber aktuell nicht. Trotzdem danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.